Jo, ist mal wieder Spur in Wahnsinn. Was gibt's Neues? Da bin ja schon mal Stellproben am Machen für den Güterschuppen hier. Wie ihr seht, der Güterschuppen. Na, kleine Bahnsteige am Basteln hier. Hier Stellprobe für andere Bahnsteige für den Bahnhof. Ja, das is ist es. Zierliche Sachen, Dieseltankstelle, da muss ich aber dran kleben. Die Containertragwagen hier. Müssen noch einige patiniert werden. Wunderschöner Wasserturm, habe ich vom Kumpel gekriegt, Stellprobe. Auch schön. Ja, weswegen ich euch eigentlich jetzt mal ein Update zeigen wollte. Ich konnte schon lange nichts mehr machen. Ja, auch immer noch mit den Schienen hier zugange. Ist das andere Anbauteil hier. So sieht das jetzt aus. Das hat ein Kumpel gemacht, den Rahmen hier. Auch wieder auf Rollen, Holzrahmen. Das ist jetzt das andere Anbauteil. Da seht ihr auch mal die Realisation. Das sind die kleinen Häuschen. Das ist Spur N. Und nicht die Riesenklötze. Das sind die Häuschen. Ne, eins muss noch gebaut werden, die da hinkommen. Hier muss natürlich das Wasser höher. Das muss auch bearbeitet werden, weil das ist mir zu tief. Da gibt es ja diesen super Bootslack, den ich da habe. Das muss gegossen werden. Das dauert dann auch wieder. Hier ist eine Kleinstation. Und dann geht es eigentlich mit der Platte da hinten raus, da raus, einmal hier rum, hier muss dann eine Weiche, kommt dann eine Weiche hier, einmal da rum, eine Weiche, hier rein in die Kleinstation und ab in die Berge so ungefähr. Ja, hier, dann geht es ja von hier aus weiter. Ne, ihr seht, hier rum, hier rein. Der große Kreis dann hier gebaut. Und hier kommt dann ein Lokschuppen hin für E-Loks. Da hinten ist ja für Dampfloks. Hier kommt ein bisschen BW anders hin so. Ne, alles ganz vorsichtig, alles ein bisschen zierlich, weil sonst wirkt das nicht. Ihr könnt das ja sehen. Das wirkt sonst nicht. Diese Riesenhäuser. Ne, hier nochmal der Bahnhof. Das ist ja die noch Baden-Baden, die ist sehr alt, diese Anlage, restauriert, bin noch nicht ganz fertig, habe auch wenig Zeit. Aber ihr seht das mal, so ein Bahnhof hier. Und wenn ich den von noch vorgeschlagenen Bahnhof Baden-Baden nehme, dann sieht die Anlage eigentlich nur, guckt man mit dem Auge fast nur auf diesen riesen Bahnhof. Ich möchte aber, dass man so viel entdeckt, so klein. Also. Alles 1 zu 160, aber man muss suchen, 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 dass man ein paar interessante Teile findet, die nicht zu groß sind. Ne? Guckt euch mal hier. Das ist 1 zu 160. So ein Stellwerk. Ne? So, da ist der Lokschuppen, da bin ich noch am Fummeln. Ne? Gleiseinlagen gebaut. Dann die kleine Bahnsteige. Ja gut, das war erstmal von mir ein Update hier, wie ihr sehen könnt. Und es ging jetzt nur um das Anbauteil. Das flog ja auch schon rum. Jetzt endlich mal ein Rahmen. Der wird jetzt lackiert noch. Und dann muss ich gucken, dass ich die ganzen Schienen ranhole. Und dann auch wieder lange überlege, wie, wo, was, warum, wieso. In diesem Sinne, man sieht sich, hört sich, stört sich. Bis denne. Also, Update. Anbauteil, linke Seite noch Baden-Baden. Und es gibt ja noch rechts eins. Das Zimmer sieht hier wieder aus wie eine Müllkippe. Aber ich bin ja, wenn ich Zeit habe, am Arbeiten. Hier gibt es auch noch einen Teil. Da. Aber dann müsste ich da den ganzen Werkzeugschrank da alles umbauen. Muss ich schauen. Wenn man das dann dran hat, dann hat man eine Riesenanlage als Fertiggelände. In diesem Sinne, bis dann, euch eine schöne Woche, passt auf euch auf, überlegt genau, was ihr so bastelt und tut, kann ich euch nur empfehlen, ne, damit das auch vernünftig aussieht. Ich sehe immer wieder, viele verlieren irgendwann die Lust an dem ganzen Wahnsinn und haben dann keinen Bock mehr, weil das geht natürlich auch ins Geld, die ganze Wahn. Ne? Jo, bis dann, eine schöne Woche, tschüss, Gruß Andi von Spur N Wahnsinn. Ja. Der ganze Modellbahnwahnsinn hat einen Namen. Wäre schön, wenn ihr euch in unserem Gästebuch eintragt, also in meinem Gästebuch. Ich sage immer uns, ab und zu habe ich ja hier einen Kumpel, der hier so Unterkonstruktionen und so was baut.
Man sieht sich, hört sich, stört sich. Ja, da bin ich auch noch dran. Das ist dann im Endeffekt für die Weichen das Schaltpult. Ciao. Tschüssi.